Heute teile ich mit euch drei Dinge, die ihr nach jeder Prüfung tun solltet. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumziel kommst. So Leute, Mathe-Abitur ist vorbei. Schreibt mir bitte gleich am Anfang in die Kommentare, wie es euch ergangen hat. Wir werden auch heute wieder um 18 Uhr einen Livestream machen, wo wir alle zusammenkommen, sprechen wir ein bisschen über das Mathe-Abi und ziehen vielleicht auch Schlüsse daraus, was man für kommende Prüfungen, entweder im Studium oder wenn ihr im Abi noch Prüfungen habt, ziehen kann, dass wir uns gemeinsam verbessern. Da lade ich euch herzlich auf Instagram ein. Leo-Eckel heiße ich da, könnt ihr mir gerne folgen, dann seid ihr heute Abend da auch dabei. Wie war's? Ich bin echt gespannt, wie es war. Aber was ich euch jetzt erstmal mit an die Hand geben möchte, ist, was ihr tun solltet, wenn ihr jetzt eure Prüfungen rum habt. Denn wir bereiten uns immer so krass auf die Prüfungen vor. Wir fokussieren uns so viel auf das Lernen im Voraus und dann, wenn die Prüfung ansteht, dann die ganze Zeit auf die Prüfungen. Und wie kriege ich meine Nervosität unter Kontrolle? Und dann die Prüfung selber, dann schränkst du dich da an. Und das ist im Prinzip der ganze Fokus, den wir haben. Aber zu der ganzen Prüfung gehört immer auch das Ende. Nicht nur das Ende, sogar das, was danach kommt. Erfolg besteht immer aus drei Komponenten. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Und die Nachbereitung ist immer die Sache, die so oft vernachlässigt wird. Deswegen, zur Nachbereitung machen wir heute auf jeden Fall um 18 Uhr nochmal den Instagram-Livestream. Kommt alle vorbei, dann machen wir das. Aber Nachbereitung bedeutet für mich nicht nur, dass wir Schlüsse daraus ziehen, was vielleicht nicht so gut lief und was man besser machen kann, sondern auch, dass man diesen ganzen Prozess, den man jetzt durchlaufen hat, den mal wertschätzt. Und darum geht es mir heute. Deswegen gebe ich euch heute die drei Sachen mit, die ihr eben nach jeder Prüfung machen solltet. Als allererstes Mal empfehle ich euch, genießt einfach dieses geile Feeling, wenn dieser ganze Druck abfällt. Einfach dieses Gefühl, was sich einstellt, wenn du dir bewusst machst, fuck man, nie wieder Mathe, wenn ich nicht will. Wenn ich nicht will, muss ich nie wieder eine Matheprüfung schreiben. Einfach dieses... Ist natürlich auch gewissermaßen diese Anstrengung, die nachlässt. Und dieses Gefühl ist unglaublich einzigartig. Das erlebt man nicht so oft in seinem Leben. Und deswegen genießt das wirklich. Genießt das auch ganz bewusst. Denk nicht sofort wieder, was du jetzt noch machen wirst und so weiter. Sondern verweil locker einfach mal gern 5, 10, 15, vielleicht eine Stunde. Okay, Stunde ist vielleicht echt krass. Aber auf jeden Fall mal so 15 Minuten nach der Prüfung nochmal auch für dich. Bleib vielleicht auch auf einer Treppenstufe sitzen oder machst daheim jetzt noch. Einfach... Geil, Mann, I fucking did it. Einfach sich richtig mal freuen, sich richtig, richtig freuen. Was dann, und das merkt ihr ja schon, am Anfang, und das leitet jetzt eben gleich zum nächsten Punkt über, weil am Anfang ist so dieses, lass raus. Und langsam stellt sich dann dieses befreiende Gefühl ein und dann kommt so dieses Glück, dieser Stolz. Und das ist die zweite Sache, die ich euch empfehle. Seid stolz auf euch und feiert euch. Feiert euch. Wenn ihr denkt, ja Mann, ich hab's einfach gemacht, geil, wahrscheinlich lief's sogar gut, dann denkst du, ja Mann, auch wenn es nicht so gut lief, ich hab's hinter mir. Ich hab's trotzdem durchgezogen, obwohl es nicht so easy war. Einfach yes! Geil, Mann. Ich freue mich einfach, dass ich es gemacht habe. Und das ist so lief, wie es gelaufen ist. Deswegen feiert euch. Wenn ihr daheim seid, macht Musik an, zieht euch rein, tanzt ein bisschen, keine Ahnung. Es ist ein Erfolg, Leute, okay? Es ist in jedem Falle ein Erfolg. Entweder habt ihr es einfach hinter euch oder ihr habt sogar eine richtig gute Prüfung hingelegt. Das ist ein Erfolg. Es ist ganz, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, der so oft vernachlässigt wird, ist es, Erfolge zu feiern. Es geht nicht darum, sofort dann wieder für die nächste Prüfung zu lernen oder jetzt sofort wieder den Tag durchzuplanen. Nee, Mann. Feiert euch einfach, genießt dieses geile Feeling und lebt es volle Kanne aus. Und als dritten Punkt empfehle ich euch dann auf jeden Fall für den Rest des Tages oder zumindest die paar Stunden nach der Prüfung, macht dann was ganz anderes. Belohnt euch, macht was, worauf ihr Bock habt, trefft euch mit Freunden, tanzt, macht Sport, redet mit eurer Familie, seid für euch alleine, whatever, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Belohnt euch für eure Mühen, belohnt euch, dass ihr die Prüfung durchgezogen habt und ja, seht es einfach im Nachhinein als eine richtig positive Sache an. Das ist auch sau wichtig, dass ihr diesen ganzen Prozess und dieses Erlebnis, was ihr damit verbindet, mit was Positivem abschließt. Denn
im Leben wird es immer wieder kommen, dass du dich einfach auf Dinge lange vorbereiten musst, dass du im Vorhinein viel investieren musst und dass du dann in eine richtig krasse Drucksituation kommst. Das wird noch so oft in deinem Leben kommen, wenn du erfolgreich werden möchtest. Wenn du allerdings diesen Prozess immer mit was Negatives verbindest, weil am Ende immer die Prüfung war, die war so anstrengend, du hattest so Schiss, dann verknüpfst du diesen Prozess, der so, so wichtig für dein Leben ist, immer mit was Negatives. Wenn du aber diese dritte Komponente, die Nachbereitung, diese positive Nachbereitung sozusagen, noch durchführst, dann verknüpft dein Kopf mit diesem ganzen Prozess im Endeffekt was Positives. Weil wie speichert der Mensch mit seiner Psychologie Erfahrungen ab? Wir bewerten Erfahrungen im Nachhinein an zwei Dingen. Erstens nach dem extremsten Punkt. Das bedeutet nach dem Punkt, wo das Gefühl am intensivsten war. Und nach dem allerletzten Punkt. Das bedeutet so, wie wir uns am Ende des Ganzen gefühlt haben. Sprich, wenn du beispielsweise in der Vorbereitung einen richtig krassen Moment hattest, wo du so voll den Durchbruch hattest und das ein richtig positives Ereignis war und du dann auch am Ende noch ein positives Ereignis hast, dann kann es zwischendrin mal vollkommen Katastrophe sein, kannst du auch richtig nervös vor der Prüfung sein. Aber das Einzige, was gilt, sind dann diese beiden Punkte. Und rückblickend wirst du auf diesen ganzen Prozess als was extrem Positives schauen. Und das ist extrem wichtig, dass du das in deinem Kopf so abspeicherst. Und der extremste Punkt, den hat man manchmal nicht unter Kontrolle, kann auch mal ein bisschen was Negativeres sein, wenn man beispielsweise mega aufgeregt ist vor der Prüfung. Aber auch das kann man, wie ich es ja im Livestream gestern und vorgestern schon beschrieben habe, wieder ins Positive umframen. Was bedeutet, dass du vor allem das Ende im Griff hast. Und darum musst du dich auf jeden Fall kümmern, dass du diesen großen Aufwand, den du betrieben hast und dann auch die Drucksituation mit was Positivem abschließt, damit du das in deinem Kopf als was Positives auch abspeicherst. Ich weiß schon, dass ich es nicht so oft sage, aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Videos ein Like, einen Daumen hoch gebt. Das bringt mich natürlich immer zum Wachsen, pusht mich im Algorithmus. Es wäre mega nice, wenn ihr das als kleines Dankeschön immer machen könntet. Das freut mich total und ja, wie gesagt, kommt heute um 18 Uhr in Instagram-Livestream, ist so krank, Leute, auch an alle, die jetzt schon zuschauen, die da dabei bisher waren. Leute, wir waren 180 Leute, glaube ich, einmal maximal, 170, 180 Leute, so krank, 180 Leute gleichzeitig im Livestream. Das ist so krank, das schaffen die wenigsten Livestreams. Also Leute, kommt rein, es macht richtig Bock. Ich freue mich auf euch alle und da haben wir eine richtig geile Zeit zusammen. Ansonsten schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ihr jetzt in den nächsten Tagen noch für Videos braucht, damit ihr optimal noch in euren Abiturprüfungen unterstützt werdet für all die, die es noch brauchen. Und auch die, die vielleicht mit Abiturprüfungen schon fertig sind, schreibt mal rein, was für Videos euch interessieren würden. Dann kann ich nämlich solche Videos genau für euch produzieren. Und dann habe ich den meisten Spaß, weil ich weiß, dass ich euch am meisten helfen kann und euch bringt es dann natürlich auch am meisten. Deswegen in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.